Und ich bin jetzt gerade am Überlegen, ob ich hier jetzt an der Stelle nicht innehalte und mich nicht doch lieber ein bisschen weiter nach oben arbeite, um dann von oben runter abzutragen. Und ich glaube, das mache ich. Also, 1, 2. Zack. 1, 2. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So. Also gut, auf jeden Fall war das die Geschichte zu Morrowind. Jetzt geht die Geschichte natürlich aber weiter mit Anno. So. Weil wie gesagt, bei Anno gibt es ja jetzt auch wieder genug für mich zu tun. So. Ich finde nur eben gerade die Muse nicht. Also ich finde es gerade super anstrengend an und zu spielen, einfach weil ich gerade immer sehr kurz angebunden bin. Was ich mich bei Anno halt frage, ist, ob es mir helfen würde, wenn ich Schnauze. Ah, das sind halt die Viecher von oben. Was ich mich bei Anno frage, ist, ob es mir helfen würde, wenn ich quasi sagen würde, hey, gut und schön. Ich nehme einfach nur mal auf. Also, gut, vielleicht fange ich vorne an. Was ich an Anno ein bisschen schwierig finde, ist, bei Anno passiert lange Zeit nichts. Und ich persönlich finde es dann als Zuschauer ein bisschen anstrengend. Also nicht ich finde das anstrengend, sondern ich empfinde, ich habe das Gefühl, dass es für Zuschauer anstrengend sein könnte, wenn da eben lange nichts passiert. Und dann gibt es halt immer wieder irgendwelche Lücken, die ich eigentlich mit meinem Gelaber füllen müsste. Die ich aber nicht zwangsläufig mit meinem Gelaber füllen kann und will in dem Moment. Also ich habe nicht, ich bin kein Mensch, der halt immer nur wild drauf losquasselt und anderen irgendwas zu erzählen hat. Ich meine, jetzt momentan hätte ich das, aber jetzt momentan ist mir nicht nach Anno. Insofern ist es für mich gerade so ein bisschen, bin ich ein bisschen am Überlegen, ob es vielleicht nicht besser wäre, wenn ich Anno einfach so spiele, für mich. Es nicht live, also live ist es ja eh nicht, aber es nicht gleichzeitig kommentiere, sondern im Endeffekt nachkommentiere. Wobei ich mit Nachkommentieren auch so meine Probleme habe. Es wird es mir halt einfacher machen, dass ich quasi selber Sachen aufnehme, die komplette Sitzung, dann quasi auf das reduziert zusammenschneide, was gerade was Spannendes ist, wo gerade was Spannendes passiert. Und dann quasi, wie sage ich das? Und dann quasi den ganzen Spaß nachkommentieren. Also das wäre quasi eine Möglichkeit für Anno, wo ich sehen würde, okay, ich langweile euch nicht so sehr. Ich ziehe auch das Vorspiel nicht so ewig in die Länge. Und ihr könnt es quasi gucken und es passiert dann immer irgendwas. Plus, ich muss dann halt nachvertonen. So, die Idee an und für sich finde ich gut. Was für mich da ein bisschen die Krux bei der Sache ist, ist, ich habe natürlich den dreifachen Aufwand. Also dreifach ist vielleicht sogar ein bisschen, dreifach ist ein bisschen zu viel, aber so ungefähr um den Dreh rum. Weil, was da eher dann das Ding ist, ist halt, so, dann gehen wir mal da raus und hoffen, dass das reicht. Offenbar nicht.
Hoffen wir mal, dass das reicht. Offenbar auch nicht. Ach ja. Okay. Nicht runterfallen, das wäre ungeschickt. Aber wie gesagt, also die Sache mit Anode, da weiß ich selber, da bin ich mir selber noch ein bisschen unschlüssig, wie genau ich da jetzt vorgehen möchte. Weil wie gesagt, also im Prinzip fände ich das für euch eigentlich ganz sinnvoll, dann wird quasi in einer Folge mehr passieren, es wäre halt zusammengestückelt im Prinzip. Ihr könntet mir immer behaupten, ey, wieso hast du denn das? Was hast du denn da gemacht? Wie kommst du denn da jetzt plötzlich hin? Du schummelst dort, so viel Geld kannst du doch gar nicht haben, bla bla bla. Abgesehen davon, dass ich sowas halt für mich persönlich, mein persönlicher Ehrgeiz mir das eigentlich verbietet. Klar steht dann die Behauptung im Raum. Für mich ist es halt im Endeffekt mehr Arbeit, weil ich halt quasi alles das. Ich muss quasi die Aufnahme machen, 2 Stunden zum Beispiel, was für mich schon schwierig genug ist, also so schon schwierig genug mit Live-Kommentierung. Dann müsste ich quasi es nochmal 2 Stunden durchschauen, wo passiert denn jetzt wirklich was? Das jeweils zusammenstückeln, zusammenschneiden, dann ein Video draus machen. Dann eine Tonspur zu machen und dann das Ganze nochmal zusammenhackstücken und dann nochmal rendern. Und ich glaube, dreimal die Zeit reicht da gar nicht. Und wie gesagt, also ich bin normal berufstätig, ich verdiene normal mein Geld mit irgendeiner ganz anderen Tätigkeit. Deswegen ist es halt so ein bisschen. Ich bin halt kein Kronk, der das hauptberuflich macht, sondern ich bin halt einfach irgendein Kaspar, der halt sonst sein 40. Wir ignorieren das einfach mal. Der halt sonst seine 40 Stunden Arbeit hat und sich eigentlich auch genau um die kümmern möchte und um sonst nichts. Und vor dem Hintergrund würde ich mir da halt echt viel aufhalsen. So. Plus, dass ich natürlich noch mein Privatleben habe. Plus, dass ich natürlich noch meine momentanen Lebenssituationsherausforderungen habe. Ich formuliere das jetzt einfach mal wirklich so. So fluffig. So, okay. Was ich jetzt wirklich machen möchte, ist halt von der Stelle aus versuchen, möglichst weit nach hinten zu gehen, damit wir möglichst viel aus der Luft haben, weil sonst muss ich mich dann noch hochgraben. Also. Ihr wisst, was ich meine. So, weiter komme ich gerade nicht von der Stelle. Schade. Okay. Also schmeißen wir dich da durch, schmeißen wir dich da durch. Du kannst da weg. Okay. So, also wie gesagt, das ist halt momentan so ein bisschen die Baustelle bei Anno, mit der ich noch ein bisschen hadere. Ach, verdammt. Vergesse es jedes Mal. Ich achte da irgendwie nicht so richtig drauf. Naja, gut, man erholt sich ja.
Oh. Dann bauen wir schon wieder hier eine neue Spitzhacke. Wunderbar, da haben wir zumindest da mal ein Ende. Okay. Dann würden wir da noch mal ein bisschen weiter nach vorne bauen. Also, wie gesagt, das ist auf jeden Fall momentan der Zustand bei Anno. Ich möchte Anno auf jeden Fall fertig machen. Einfach auch, weil ich es halt nicht mag, Dinge offen zu lassen. Okay, da komme ich nicht hin. Aber da komme ich hin, da komme ich hin, da komme ich nicht hin. Okay. Gut. So, was ich jetzt hier auf jeden Fall ganz gerne machen würde, wäre diese ganzen Überhänge wegmachen. Und deswegen machen wir halt um Gottes Willen genau das, was ich eigentlich vermeiden wollte. Zack. Ach. Wir haben noch Erde. So rum. Na, so. 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 Okay. Dann würde ich hier mal auf 2 gehen. Okay, geht's hier wieder auf die 4. Da machen wir dann nochmal den da und den da und dann schauen wir mal, dass wir hier das Zeug zum Abschluss bringen. Super. Kann man 4 sagen. Und da haben wir den Dreck hin. Super. Das ist ja mal eine ganz feine Sache, da haben wir das nämlich auch erledigt. Haben wir hier den Überhang weg. Das heißt, wir können auf anderen Ebenen die Überhänge ganz normal regulär abarbeiten. Da gehen wir einfach mal geradeaus. So. Ich war am Überlegen, ob ich die Dinger nicht vielleicht lasse, weil die eigentlich gar nicht so scheiße aussehen. Aber auf der anderen Seite, ich wollte hier eine Ebene haben. Also früher habe ich mir das überlegt. Jetzt sagen wir halt, ist halt so. So, den brauchen wir auch nochmal. Den brauchen wir nochmal. Den. Ja, wie gesagt, das ist es halt stupide Arbeit.